das Schneewittchen-Remake von 2024 ist noch nicht mal draußen, ist nicht mal der erste Trailer draußen und trotzdem ist das Projekt schon auf dem besten Weg, das nächste Millionengrab für die Firma zu werden. Es ist wirklich faszinierend, wie marketingmäßig so ziemlich alles falsch läuft, was nur falsch laufen kann. Es hat sogar noch ziemlich unschuldig begonnen mit der Castingwahl des Live-Action-Schneewittchens. Eine Latina, die Schneewittchen spielen soll, aber mittlerweile kann man sagen, wäre es nur dabei geblieben. Aber dann kamen die geleakten Fotos mit den neuen, der disneyschen Definition von politischer Korrektheit entsprechenden sieben Zwergen, die absolut nichts mehr mit sieben Zwergen zu tun haben, weil kleinwüchsiger als Zwerge zu casten ja von jetzt an als diskriminierend gilt, versteht sich. Und deswegen wurden die Zwerge im Märchen einfach abgeschafft und durch sieben magische Clowns ersetzt. Darum ging es in unserem letzten Video über das Schneewittchen-Remake und wir dachten ernsthaft, dass der Gipfel der Lächerlichkeit, die diesen Film umgibt, tatsächlich schon erreicht ist. Tja, es stellt sich heraus, dass wir da falsch lagen, denn wir haben offensichtlich die Schneewittchen-Schauspielerin Rachel Zegler unterschätzt, die es mit ihrer hochnäsigen, selbstgefälligen, arroganten Art in den letzten Wochen sogar noch geschafft haben dürfte, Brie Larson auf Platz 1 der beliebtesten Personen Hollywoods abzulösen. Denn Rachel Zegler, die zwar jung sein mag und man als Außenstehender deswegen geneigt ist, ihre Attitüden als Unerfahrenheit oder Unwissenheit abzutun, hat in der letzten Zeit so viel Blödsinn gebracht, dass es echt schon wieder sauwitzig ist. Denn es ist zum Beispiel immer eine gute Voraussetzung, wenn die Hauptdarstellerin die Figur, auf der ihre Rolle basiert, ziemlich offenkundig verachtet. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. It's extremely dated. The original cartoon came out in 1937, yeah. And very evidently so. Evidently so. Oh ja, und sie bezeichnet den Prinzen außerdem als Stalker und als weird. There is a big focus on her love story. With a guy who literally stalks her. Yeah. Weird, 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 weird. Und das Witzigste dabei ist, dass sie offensichtlich davon ausgeht, dass die ganze Welt ihre Ansichten teilt und den Prinzen als Creep eben ansieht und dass das einfach vollkommen normal ist alles. Weil er in bestimmten Internet-Memes wie eine Art Harvey Weinstein 2.0 dargestellt wird, der es ausnützt, dass er auf eine fremde, schlafende Frau trifft und sie küsst. Also noch ein paar Worte dazu. Erstens treffen sich Schneewittchen und der Prinz tatsächlich schon am Anfang des Originalfilms und Schneewittchen verliebt sich schon da in ihn und spricht auch im Laufe des Films immer wieder von dem Prinzen und bezeichnet ihn praktisch als ihre Liebe. Eine Prinzessin. Wer war die Prinzessin, du? Die war sehr verliebt. Jeder konnte sehen, dass der Prinz sehr nett war. Schon war es um mich geschehen. Das dann zum Thema, dass sie sich fremd waren. Und zweitens geht es darum, eine Art Band zu brechen und Schneewittchen wieder zum Leben zu erwecken und dem Prinzen irgendwelche kranken Fantasien zu unterstellen, weil wie gesagt, Schneewittchen war ja eigentlich in einem todesähnlichen Schlaf, ist ein bisschen seltsam. Also der Prinz wird auf jeden Fall jetzt zum Stalker und zum Creep. Ich finde es übrigens witzig, dass Rachel Zegler gerade den Prinzen als Stalker und Creep bezeichnet, wenn es doch eigentlich die Königin ist, die jeden Tag in ihrem Spiegel nachcheckt, ob Schneewittchen noch immer schön ist als sie. Okay, und außerdem findet unsere Rachel das Konzept von Liebe nicht mehr gut, weil sie ja für Disney arbeitet und welche Frau braucht 2023 schon irgendeine Art von Liebe. Und es ist auch ziemlich interessant, mit welcher selbstsicheren Abneigung Rachel über die Thematik spricht. It's really not about the love story at all, which is really, really wonderful. It's no longer 1937. And she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Okay, kurze Frage, warum das Ganze eigentlich noch Schneewittchen nennen, wenn es genau gar nichts mehr mit dem Brüder Grimm-Märchen zu tun hat und auch nichts mit dem Disney-Klassik im Prinzip, indem es tatsächlich darum geht, Liebe zu finden, wenn Liebe ja ein so veraltetes Thema ist. Warum nicht einen neuen Film machen und den anders nennen und dann schauen, wie es läuft? Tja, weil Disney wahrscheinlich ganz genau weiß, wie so ein Film laufen würde. Ja, Rachel ist schon geil mit ihren Aussagen. Und wenn jemand in einer Bubble lebt, dann ist es wahrscheinlich sie. Denn sie glaubt anscheinend tatsächlich noch, dass die Menschen ihr für ihren abwertenden, respektlosen Unsinn, den sie von sich gibt, auch noch zujubeln und auf die Schulter klopfen. Komischerweise tut das außerhalb ihrer gleichgesinnten Hollywood-Bubble aber niemand wirklich. Sie wurde auf Twitter sogar so kritisiert, dass sie ihr Profilbild auf schwarz gestellt hat und sich hofft, dass die Welt wieder freundlicher wird. Tja, vielleicht würde die Welt wieder freundlicher werden, wenn sie aufhört, so viele dumme Sachen von sich zu geben. Denn den Vogel hat sie letzten Endes mit einem anderen Interview abgeschossen. Es war ein Interview während des aktuellen Schauspielstreiks, bei dem es darum geht, dass Schauspieler oft unzureichend kompensiert werden. Und es geht hier nicht um die Top 1%, die Millionen für jeden Film kriegen, in dem sie spielen, sondern tatsächlich um die, die eben nicht so viel bekommen, um unbekannte Schauspieler, um Statisten etc. So many people in this profession are suffering without any cause other than the people are exploiting them and profiting off their own creative talent by not enabling them to have a living wage. Aber das scheint Rachel Zegler nicht so ganz verstanden zu haben und sie streikt somit, aber nicht wie zum Beispiel Hayley Atwell für ihre benachteiligten Kollegen, sondern sie geht für sich selbst auf die Straße. If I'm gonna stand there 18 hours in a dress of an iconic Disney princess, I deserve to be paid for every hour that it is streamed online.
Ja, wenn sie schon so viele Stunden in einem Disney-Kleid herumsteht, dann möchte sie auch für jede Stunde, die das Material gestreamt wird, kompensiert werden. Yep, Rachel ist einfach die Bescheidenheit in Person. Rachel, die unter Millionen Menschen für die Hauptrolle in einer riesigen Produktion ausgewählt wurde, die noch dazu das Gesicht des ersten Walt Disney-Klassikers überhaupt sein darf, wofür wahrscheinlich andere ihre rechte Hand gegeben hätten, fühlt sich von Hollywood unfair behandelt. Und ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Gehalt für die Rolle nur sechsstellig war, als eher gering einschätzen. Und kleiner Funfact am Rande, wenn man sich die Reposts auf Rachels Twitter-Profil ansieht, dann bekommt man auch eine Vorstellung davon, wem Rachel die Schuld an der ganzen Kritik an ihrer Person gibt. Fucking man! Yep, das unterdrückerische Patriarchat hier im Westen ist echt eine Schande und wahrscheinlich der einzige Grund, warum Rachel mittlerweile zur unsympathischsten Schauspielerin Hollywoods geworden ist. Wir sollten uns aber nichts vormachen. Die Aussagen von Rachel Zegler sind wahrscheinlich nur ein Symptom einer tiefer liegenden Krankheit und sie ist hundertprozentig nicht die einzige in Hollywood, die genauso denkt, wie sie denkt. Sie wirkt in den Interviews oft eher wie ein Bot, der alles nachspricht, was ihm von oberer Stelle einprogrammiert wurde und sich dann wundert, dass die ganze Welt nicht gut findet, was sie sagt, wie es ihre BFFs bei Disney eben tun. Ja, es wird schon spannend zu sehen, wie sich die Leute mit ihrer eigenartigen Weltsicht noch selbst die Beine stellen werden. Schauen wir, was noch kommt und vor allem, wie gut der Film letzten Endes beim Publikum ankommen wird. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.